Komm, sehr gut. Sehr schön. Sogar zwei schon. Ja, komm hier. Die Streber, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das letzte wurde jetzt schon so irgendwie. Ja. Ist da noch ein bisschen mehr noch dicke Hose aus. Hey, komm, fängt gleich an. Ja, jetzt starten wir gerade. Und hier auf dem Display sehen wir, wie viele Minuten er noch tut. Das war 1 Stunde 31. Und das läuft alles selber. Und wenn es nachher fertig ist, haben wir einen Handyhalter, der bei den Azubis einen riesen Anklang findet. Und soll ein Zeichen dafür sein, dass man alles machen kann, wenn man nur die Ideen hat. Ja, meinte, er muss sich suchen. Ich habe
Das gibt die Möglichkeit, mobil zu sein, schon ab 15 Jahren mit einem Rollerführerschein. Und ja, man kann nicht nur in den Beruf kommen, man kann es auch privat nutzen. Und so, wer das gerne wahrnehmen möchte, kann das gern tun. Man muss heute als Unternehmen sich ja um Mitarbeiter und Auszubildende bewerben, nicht so formell, dass das Haus eingelaufen wurde. So ist es. Da ist so ein Incentive natürlich willkommen, oder? Auf jeden Fall. Und man fällt auf. Ja, die Auszubildenden nehmen es gerne an und sind mobil. Jetzt kann man bei Blittenberg natürlich auch ein bisschen mehr machen als nur eine Ausbildung. Das ist korrekt. Zum Beispiel? Zum Beispiel kann man bei uns arbeiten. Ja, und ja, was kann man noch machen? Duales Studium, FOS, ja, das funktioniert auch. Weiterbildungen kann man auch machen, das ist korrekt. Wenn man Meisterbrief hat, kann man dann an die Uni, ne? Wenn man will. Mit Meisterbrief. Ja, das geht. Also Karrieremöglichkeiten. Aufstiegsmöglichkeiten gibt es einige bei uns. Ja, aber gerne pro gewerblichen Ausbildungsberuf 3-4. Und im kaufmännischen 1-2. Ja. Hier ist die Agentur für Arbeit nicht nur in einem Standort, sondern die Agentur für Arbeit bietet auch aus. Richtig, wir sind halt auch Arbeitgeber. Also wir bieten an, einmal den oder die Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistung. Und wir haben auch zwei duale Studiengänge, die wir anbieten. Zudem kann man auch noch sein einjähriges FOS-Praktikum bei uns machen. Also für nächstes Jahr, für kommendes Jahr, genau. Richtig, genau. Nein, nein, absolut nicht. Also wir haben auch eine Übernahmegarantie nach der dreijährigen Ausbildung oder nach dem Studium. Und dann wird natürlich geschaut, dass in der Nähe oder wo der Wunsch halt auch immer hingeht, aber auch natürlich bundesweit. Wenn der Wunsch natürlich ist, ich möchte vielleicht in Hamburg da meine Zukunft sehen, ist das natürlich auch möglich. Richtig, genau. Das sind ja die Karrieremöglichkeiten. Ich meine, die Agentur für Arbeit erzählt immer den Leuten, was sie für Karrieremöglichkeiten. Also intern sind natürlich Weiterbildungen immer möglich. Das ist gar kein Problem. Und dementsprechend vielleicht ich als Beispiel, ich mache gerade eine Personalentwicklungsmaßnahme. Die dauert bei mir jetzt ein Jahr. Und mal schauen, was nach diesem Jahr dann passiert. Richtig, genau. Und da haben wir einmal Arbeitsmarktmanagement und Beratung für Bildung und Berufe.
Mit dem Bachelor of Arts, genau. Oh! Ich will eigentlich nur zeigen, dass Sie hier auch am Stand waren. Ah, ja, nach der Ausbildung hier in Frankenberg. AGEP, was ist AGEP und was macht AGEP? AGEP Elektrotechnik an 4 Standorten. Alles, was den Stecker hat, von der Gebäudeinstallation bis zur Industrieautomatisierung, PV-Anlagen, Blitzschutz. Oronic Store in Korbach, Oronic Store ganz neu in Winterberg, demnächst am 8.7. Neueröffnung, Filiale in Winterberg, die neue Halle. Ja, AGEP, Partner für alles, was Elektro angeht, regional, und alles, was Automatisierung angeht, überregional. Erneuerbare Energien, PV, großes Thema, machen wir auch. Relativ gute Aussichten im Moment, einen dauerhaften Arbeitsplatz zu bekommen, denn das ist ja nun ein Bereich Elektronik und PV, der noch wächst in Zukunft. Bei uns grundsätzlich, wir suchen händeringend Leute in allen Bereichen. Egal ob es PV ist, PV-Service, Inbetriebnehmer für PV zurzeit ganz dringend. Egal ob es jetzt der Gebäudeinstallateur ist, für die Automatisierungstechnik. Wir brauchen händeringend in allen Bereichen Leute. Das heißt, Sie bilden nicht nur gewerblich, sondern auch kaufmännisch aus? Aktuell die Pia frisch ausgelernt. Ja. Und für dieses Jahr haben wir schon eine Auszubildende. Genau. Und dann gucken wir, dass wir in der Verwaltung in dem 3-Jahres-Turnus dann auch immer wieder einmal im kaufmännischen Bereich eine Auszubildende und Auszubildenden haben. Ja. Der Kollege auf der anderen Seite ist ein Gewerblicher. Kollege Johannes ist, macht Elektronik und Betriebstechnik, ist im ersten Lehrjahr. Ja. Wie sieht es aus mit IT-Technikern, Systemtechnikern, Industrie-IT? Suchen Sie sowas, bilden Sie sowas aus, bieten Sie sowas an? Was für IT? IT. Nee, ITler haben wir so nicht. Da haben wir einen Dienstleister. Grundsätzlich ist jetzt so die Not nicht da in dem Sinne, aber es wird immer mehr, wird in Zukunft wahrscheinlich auch mehr Thema. Und für dieses Jahr sind die Ausbildungsplätze belegt? Nein, für dieses Jahr suchen wir noch an allen Standorten, an allen 4, in allen Bereichen, in allen 3 Berufen suchen wir noch Auszubildende und haben auch noch Plätze. Das heißt jetzt, für Kurzentschlossene könnte man zum 1. Genau. September einsteigen, wenn die Qualifikation ist. Für Kurzentschlossene, die können noch bis 1. September bei uns anfangen. Was man aber dann aufbauen kann, bitte schön, schönen Tag euch noch. Ne? Kann sie nicht machen. Meinst du, PAM? Wichtig ist, dass die Unternehmen in ihren Unternehmen ihre Fachkräfte selber ausbilden können. Das ist ein ganz großes Plus bei Studium Plus. Das Studium bezieht sich auf den theoretischen Teil im Semester und den praktischen Teil in der vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen, wo Aufgabenstellungen vom und fürs Unternehmen erarbeitet werden. Das Ganze fließt mit in die Bewertung ein und das ist der große Vorteil des dualen Studiums für die regionalen Unternehmen. Die Fachkräfte werden im Unternehmen herangezogen und arbeiten danach mit ihrem Abschluss entsprechend im Unternehmen und füllen dort Positionen aus. Man kann theoretisch auch direkt in die PAM gehen, ohne den duale Studium, aber für die Firmen ist das duale Studium natürlich interessant. So würde ich das sagen. Studium Plus ist halt das duale Studium. Man kann aber auch klassisch studieren an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Aber auch unsere Studierenden bei Studium Plus sind an der Technischen Hochschule Mittelhessen immatrikuliert. Das